So, damit willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Folge 49. Wir haben am letzten Mal die Etage 2 gebaut und das werden wir nicht auch. Ich kann das nicht, Entschuldigung. Ich kann das nicht auf Dauer, das ist. Das geht gar nicht. Ja, willkommen zurück. Ich wollte das echt die Folge durchziehen, aber. Nee, ich weiß nicht, also. Boah, nee, lass mal. Also, huch. Ist doch ein bisschen. Alter, ich habe schon die Musik schon wieder leiser gedreht. Das ist schon wieder so laut geworden in der letzten Folge. Alter, in der Pause, das ist. Alter, ich höre mich selber gar nicht. Das ist unfassbar. Ja, der Hexer war in der letzten Folge bei uns zu Besuch. Was ein Assi, ne? Was ein Assi. Voll der Sozialschmarotzer, ey. Wohnt er einfach mal bei uns auf dem Dach? Ich glaub's ja wohl. Soll sich eine eigene Unterkunft suchen, der Assi. Ehrlich, also so was aber auch. Wie der aussieht, ey. Wie einer von den Ludos, also. Aber ich meine, die Ludos sind cool. Davon mal abgesehen. Aber, Alter. Ja, wir haben in der letzten Folge angefangen, hier die zweite Etage zu bauen. Wir machen mal weiter. Ich hatte heute. Mittlerweile ist es übrigens nachmittags. Ich hatte ja angefangen, morgens aufzunehmen. Und dann hatte ich doch eine kleine Pause eingelegt. Ich hatte 3 Folgen am Morgen aufgenommen. Frühmorgens. Habe ich ja, glaube ich, erzählt gehabt. Und dann hatte ich jetzt nach 3 Folgen eine Pause gehabt und jetzt haben wir mittlerweile nachmittags und nehmen jetzt nochmal neu auf, weil ich hatte ja gesagt, ich wollte im Vorrat aufnehmen. So ein bisschen im Vorrat. Im Vorrat, damit ich was habe. So. Ja, damit du nicht mehr aufnehmen musst, ne? Du Assi. Nee, das geht einfach nur darum, dass ich so ein bisschen. Ich habe ja in irgendeiner Folge, ich weiß gar nicht welches war, in irgendeiner Folge hatte ich ja gesagt gehabt, dass ich halt bald nicht mehr so viel Zeit habe fürs Let's Playen, weil. Ja, Job und so, das wird nicht einfach. Jetzt fange ich schon wieder damit an. Und, ja. Boah, ich muss mal. Alter, dieser Baum, ne? Der nervt mich aber jetzt ein bisschen. Ich glaube, der wird doch, glaube ich, jetzt nicht mehr überleben, ne? Kann das sein? Der müsste doch normalerweise jetzt weggehen, oder? Ja, wird wohl so sein. Ich weiß doch gar nicht, wie ich die Fenster. Vielleicht mache ich auch eine riesen Fensterfront hier rein. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir auch das Dach bauen. Das Dach vor allen Dingen. Das Dach. Da merkt man, dass ich aus dem Pott komme. So, und zwar werden wir natürlich erstmal klar ein Flachdach machen, aber obendrauf soll auf jeden Fall was drauf. Ah, wollte schon sagen, wir haben nichts mehr an Steine. Von wegen. Wir haben genug Steine, Alter. Wir haben genug Steine. Ob das reichen wird, weiß ich nicht fürs Dach. Weil wir müssen ja die Bodenfläche mal die Dachfläche jetzt rechnen. Und ich glaube, das wird nicht reichen. Aber wir haben ja genug Steine Vorrat. Vorrat, vor allen Dingen. Vorrat. Und die werden wir jetzt nutzen, um das Dach zu bauen. La 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 la. Aha, okay. Manchmal ist er ein bisschen zu schnell mit dem Laufen, glaube ich. Mein Gott, und zu schnell im Bauen, so wie ich das immer bin. Blub. So. Und der Mond. Der Mond. Ich kann das immer noch nicht glauben, dass wir in der Online-Creative-Welt, falls du da mal reinschauen möchtest, also du, der gerade jetzt hier zusieht, ab und zu gelegentlich streamen wir das mal hier in einer Let's Play Live-Show auf dem Channel, bei mir in der Show. Und ich kann es immer noch nicht fassen, dass wir da schon fast was für eine riesige Stadt wir da gebaut haben. Natürlich im Creative-Modus, also im Kreativmodus. Aber, Alter, das ist so riesig schon geworden. Wir haben Kino, wir haben eine Tankstelle, wir haben ein Hotel, wir haben eine riesen Kirche. Jeder hat sein eigenes Haus in so einer kleinen Siedlung. Also wer sich dafür interessiert, das gerne mal. Haha. Wer sich dafür gerne mal interessiert und das gerne mal sehen möchte, kann ja gerne in eine Let's Play Live Show gerne mal reinschauen. Wer nicht weiß, was die Let's Play Live Show ist, der informiert sich einfach mal auf dem Kanal hier bei mir. Da gibt es ja wahrscheinlich, glaube ich, noch einen Trailer, oder? Ansonsten kann ich es jetzt erzählen. Let's Play Live Show jeden Freitag und Samstag ab 20 Uhr gibt es die Let's Play Live Show auf www.twitch.tv/reflexger. Und falls du mal dabei sein willst und mit mir mal schreiben möchtest oder quatschen möchtest, dann kannst du da gerne mal vorbeischauen.
Falls du sagst, ja, warum nicht? Klar, natürlich. Oder falls du sagst, boah, nee, reicht schon, dass er mir hier so vollsilzt alles, so im Video. Da muss ich den nicht noch live sehen und dann noch mit seiner Hackfresse. Ja, dann ist auch gut. Dann ist ja okay. Ne? Hab ja nur höflich drum gebittelt oder gebettelt. Nein, natürlich nicht. So. Na gut, sind wir ja weit gekommen. Haben wir ja wenigstens schon mal, der Baum geht weg, super. Naja, da brauchen wir noch ein paar Steinchen. Auf jeden Fall ist die Etage schon mal so weit. Fitti, MC Fitti. Und wir können dann immer noch hier oben aufs... Hier oben kann keiner mehr hinkommen eigentlich. Oh, der Enderman, Alter! Puh, ha, der Enderman. Ich geh pennen. Ciao! Da läuft er. Alter. Da ist er. Alter, was macht der da? Wieso? Wieso steht der da am Fenster? Der soll weggehen. Geh weg, ich hasse. Was ist das denn für ein Assi? Das ist auch so ein... Alter, voll so ein Sozialschmarotzer. Der will in meine Bude. Ich glaub's auch wohl, genau wie das Skelett. Sag mal, sucht euch eine eigene Behausung, ihr Affen. Alter, ihr Affen, sucht euch eine eigene Behausung. Verzieht euch! Das ist... Weißt du, wonach... Sag mal, macht ihr mir irgendwas kaputt? Kann das sein, dass es der Vermieter ist? Aber das ist meine eigene Bude! Hab ich bezahlt! So, Steine brauchen wir, ne? Hatten wir, glaube ich, nichts mehr. Ich meine, wir hatten... Ne, wir hatten nur noch Kies. Stimmt, wir wollten auf Steinereise gehen und auf Holzreise. Ich werde mal dann in dieser Folge, werden wir ein wenig... Lass mal eben kurz schauen. Spitzhacke. Ich hoffe, der haut ab. Der geht mir jetzt schon auf den Sack. Das kann auch dahin. So, das Fleisch können wir mal eben braten. Ist der weg? Alter, der steht da immer noch. Ich glaub's nicht. Alter, geht der mir auf den Sack? Der soll sich verpissen. Der Assi. Ich glaub's ja wohl. So, die Gleisscheiben, die hatten wir ja noch gemacht gehabt für damals, du weißt schon, yes, of course, yes. Du weißt schon, na, für die Etage da. Für unsere Werkstatt. Ich kam jetzt nicht auf das Wort. Alter, der soll abhauen! Ich glaube, der ist weg, aber hier der. Guck mal, der Assi ist immer noch da. Guck ihn dir an. Egal, soll er da von mir aus da rumstehen. Wir müssen Steine sammeln. Jetzt bin ich gerade am überlegen. Was? Geh weg. Alter, was macht der in meiner Bude? Der soll abhauen. Was macht der in meiner Bude? Will er mich verarschen? Was macht der in meiner Bude? Guck mal, da hinten steht er! Was macht der in meiner Bude? Ich glaub's ja wohl! Ey, du Assi, verpiss dich! Ich glaub's ja nicht! Was wird denn das, wenn das fertig ist? Ich kann nie wieder zurückkommen! Alter, was macht der da? Der soll abhauen! Ich werde jetzt mal eben schnell hier mal gucken, ob ich mal eben hier... Schnell! Alter, der soll abhauen. Alter, okay, dann gehen wir, pass auf, dann machen wir es so. Dann werden wir Steine mal eben schnell sammeln. Und ich hoffe, in der Zwischenzeit ist er dann abgehauen. Also hoffe ich zumindest, dass er dann wegspawnt. Weil, Alter, das geht, boah, Alter, was für ein Palast wir uns hier bauen, ist ja der Wahnsinn. Das wird ja mal größer. Der soll sich verpissen. Steht der da immer noch drin? Ich guck mal eben, warte mal. Ja, natürlich! Alter, was macht der da? Verpiss dich! Sag mal, such dir eine eigene Bude, du Penner! So, ich glaub's ja wohl. So, jetzt gehen wir erstmal Steine hier ein bisschen graben. So, Stein auf Stein, lalalalalala. So, jetzt wird's wieder in der Folge wieder ein bisschen langweiliger. Ich hoffe natürlich, dass der gleich weg ist, der Assi. Ich glaub's ja wohl, der dämliche Enderman. Dieser dämliche Vermieter. Oder ist das der Hausmeister, den ich eingestellt habe? Obwohl, ich hatte eigentlich...
Eigentlich habe ich ihn entlassen, weil er geklaut hat. Steine. Alter, das glaub's ja nicht. Was ein Folgenanfang? Oder beziehungsweise was ein Folgenanfang? Wir sind ja schon mit in der Folge drin. Ich glaub's ja wohl. Das ist ja unfucking fassbar, sagt man dazu auch. Unglaublich. Tja, jetzt müssen wir ein bisschen Steine sammeln. Tut mir leid. Bleibt uns nicht erspart. Da. Aber da fahren wir hier echt eine Fundgrube mit Steine, was das angeht. Und wir haben noch da unten noch ein bisschen Kohle, die wir uns irgendwann mal abernten können. Wie praktisch, dass das direkt am Haus ist. Haben wir eine super Location eigentlich direkt am Dorf gefunden, die wir hier bewohnen, besiedeln quasi. Besudeln und besiedeln. Ich wollte gerade besudeln sagen, ey. Ich weiß auch nicht, was heute los ist. Irgendwie macht mir der Enderman Angst. Der kommt bestimmt gerade aus dem Sadomaso-Schuppen. Deswegen kriegt er auch schwarz. Wahrscheinlich. Wo bin ich denn hier? Im Dark Room. Aha. Warum gibt's hier kein Licht? Herr, muss er erstmal Licht anmachen. Mein Gott, und hat er noch so komische Augen? So. Und jede Menge Steine. So. So, da mach, guck mal an. Jede Menge Steine. Huch. Okay, die Schaufel, die war schon hinüber gewesen. Wusste ich jetzt gar nicht. Ich frage mich, wo es da hingeht. Wahrscheinlich nirgendwo hin. So, die Fackel werde ich mal. Na, die werde ich mir nicht nehmen. Die werde ich mal hier dran machen. So, dann sehe ich da wieder auch ein bisschen mehr. La 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 la. Stein auf Stein. Ich hoffe, der. Nee, Nacht ist es noch nicht. Ich hoffe, der haut klar ab. Weil, wenn Nacht wird, nicht, dass er hier unten auf einmal auftaucht. Obwohl, der passt ja gar nicht rein. Der wird ja wahrscheinlich gar nicht reinpassen. Alter, dieser dämliche Enderman. Der dämliche Hausmeister. Ich hab den doch entlassen. Hab den doch gesagt, der soll abhauen. Der konnte noch niemals eine Glühbirne wechseln. So dumm war der. Unfassbar. Unglaublich. Immer diese Sozialschmarotzer. Das ist ja unfassbar. Hier bei Minecraft. Unglaublich. Die sollen sich eine eigene Bude suchen. Mann, ich schmoll jetzt. Ich mache jetzt einen Schmollmund. So. Ja, kannst du ruhig sehen, Enderman. Ich schmoll jetzt. Huch. So langsam kommt die Diamantenspitzhacke näher. Aber ich möchte mir die... Ich weiß nicht, ich möchte mir die doch schon ein bisschen aufsparen. Ich weiß, damit geht's schneller. Ich lese jetzt schon die Kommentare unterm Video. Nimm doch die Diamantenspitzhacke. Damit geht's viel, viel schneller. Ja, ich weiß, ihr seid alle Minecraft-Fachleute. Weiß ich ja. Deswegen liebe ich euch ja so. Weil ihr ja, wie gesagt, da viel, viel besser Bescheid wisst wie ich. Ich da ja überhaupt gar keinen Plan von habe. Und ich auch gar nicht, keine Ahnung habe, was ich hier tue. Na, sollst du jetzt den Helm wieder auf? Ich glaub's ja wohl. Den möchte ich mit deinen packen. So. Da haben wir noch ein paar Steine. Nehmen wir noch mit. Blub. Blub. Die Fackel hier vorne nehmen wir mit. Die tun wir dahin packen. In die Ecke hier irgendwo. Stellen wir die hier hin. So. Und dann graben wir mal nach hier. Schauen wir mal. Ja, ich weiß, es ist jetzt wieder blöd und jetzt mal ein paar Steine. Aber gut, das gehört ja, wie gesagt, das gehört zum Survival dazu. Zum Überleben. Wir müssen ja überleben. Ist ja unsere, die Lektion. Ich habe übrigens vor kurzem noch auf meinem Channel nochmal angeguckt, wie die erste Folge hieß. Und die Lektion hieß Überleben. Also die Folge heißt, die Lektion heißt Überleben. Und was anderes tun wir ja nicht. Wir versuchen hier zu überleben, uns schicke Wohnungen zu basteln, schicke Bude zu basteln. Ohne Creative-Modus, ohne irgendwie zu schummeln, sondern alles mühsam, mühselig per Hand. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Folgen das werden jetzt hier insgesamt hier, bis wir mal aufhören mit Minecraft oder
Ich weiß, ihr könnt ja gerne mal schreiben, ob ich weitermachen soll Minecraft. Also, es gibt irgendwann auch wahrscheinlich wieder Tage, wo es mal wieder kein Minecraft geben wird. Da dürft ihr mir nicht übel nehmen. Denn es gibt manchmal so Phasen, da habe ich gar keine Lust auf Minecraft, gar keinen Bock mehr drauf. Und dann kommt dann irgendwann so die Phase, dann sehe ich das Spiel und dann denke ich, oh, weißt du was, jetzt mal wieder so ein schönes Ründchen Minecraft wäre voll geil eigentlich. Und dann schmeißt du es rein, dann zockst du das wieder so ein paar Monate oder so ein paar Wochen und dann hast du da mal wieder voll Bock drauf. Und so ist das jetzt momentan auch wieder. Ne? Also es kann auch irgendwann, wie gesagt, mal sein, dass vielleicht irgendwann mal keine Minecraft-Folge mehr kommt, dass da mal wieder ein Päuschen ist. Da dürft ihr mir aber nicht übel nehmen, denn dann... Aber es wird dann auf jeden Fall... Es wird auf jeden Fall dann die Staffel weiter... Also ich werde es gar nicht mehr mit Minecraft anfangen, sondern ich werde dann einfach nur mal so ein Päuschen machen. Weil das tut echt mal gut. Das müsst ihr selber mal machen, wenn ihr mal so ein Spiel habt, was ihr wirklich intensiv spielt. Gönnt euch da mal wirklich mal eine Pause. Also richtige Pause, wo ihr dann wirklich kriegt ihr auch mal richtig Lust und wieder Bock zu, das wieder zu spielen, wenn ihr da mal eine längere Pause. I need your poison. Eine längere Pause hattet. Und, ja, das fühlt sich echt gut an. Ohne Spaß. Das ist echt geil. Und so war das bei mir mit Minecraft genauso. Ich weiß ja nicht, vielleicht kennt ihr ja dieses Gefühl. Vielleicht habt ihr das selber schon mal gemacht und... So. Blub, blub. So. Na, da graben wir uns ja richtig hier durch. Die Erde lasse ich natürlich irgendwie mit. Blub. So. So, 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 so. Oh, nehmen wir auch noch mit. Die nehmen wir natürlich nehmen wir. Je mehr Steine wir haben, desto besser. Also das wird sowieso schon reichen fürs Dach. Das denke ich mir mal. Ich denke mir mal, dass das reichen wird fürs Dach. Nur, huch, ich benutze jetzt erst doch mal die Eisenachs, bevor ich jetzt die Diamantspitzhacke für so einen jammerlichen Käse hier benutze. Irgendwas stand noch mit der Diamantenaxt im... Ah ja, stimmt, das war die stärkste, glaube ich. Und mit Gold kann man kein Eisenerz abbauen. Das habe ich jetzt dann auch durch die Kommentare erfahren. Und, ja. So. Ja, ich denke, das fürs Erste reicht das. Die Fackel möchte ich doch gerne, warte, möchte ich doch gerne da hinsetzen. So, genau. Entschuldigung, ich habe Hunger. So, es ist Nacht. Scheiße. Ist der Affe noch da? Da hinten steht er. Was? Weißt, wieso zwei? Alter, weg. Da hinten ist ein Creeper. Ich muss weg, ich muss pennen. Ich muss so schnell wie möglich pennen gehen. Aber ganz schnell. Lalala, lass mich rein. Na, oh, wir haben Hunger. Ich sehe gerade, wir haben Hunger. Mal eben schnell hier so ein Schnitzel reinpfeifen. So, deswegen konnte... Oh, der Creeper steht vor der Tür. Da. Na, mein Guter, wie... Alter, da stehen zwei. Ich geh pennen. So. Jetzt habe ich natürlich Angst, wenn ich zur Tür gehe, dass die Creeper mir da die Dings wegsprengen. Aber anscheinend ist es nicht so. Warte mal. So, das kann... Ist da noch was im Ofen? Nein, okay, sehr schön. So, Steine. Würde ich sagen, machen wir oben weiter. Wenn wir schon einmal dabei sind, können wir das ja mal eben tun. Mal eben hier so ein bisschen Ordnung schaffen. Die Erde werde ich gleich unten in die Kisten packen. Weil... Und Werkzeug und Holz. Wir müssen unbedingt Holz in der nächsten Folge oder so, müssen wir unbedingt Holz sammeln. Alter, hoffentlich verpissen die sich. Das ist bestimmt hier der Gemeinderat oder so gewesen. Oder die Zeugen Jehovas oder sowas. Ja, ich möchte mit ihnen über Gott sprechen. Was ist das denn? Wie kommt ein Stück Erde da oben? Ich will es gar nicht wissen. Ich will mit ihnen über Gott sprechen. Ja, leck mich im Arsch, Gott. Mein Gott. Ist auch dein Gott, du Pappnase. Bleiben Sie mal ganz ruhig und finden Sie Ihre Mitte. Meine Mitte ist gleich bei dir. So, ich glaube, in der Folge machen wir noch eben das Dach hier... Ich bin jetzt erschrocken. Ich glaube, in der Folge machen wir noch eben das Dach eben fertig. Und dann war es das, glaube ich, auch schon.
Dann machen wir in der nächsten Folge machen wir die Scheiben. Ich glaube, das soll so ein riesiger lichtdurchflutete zweite Etage werden. Oh mein Gott, was baue ich denn da momentan? Ich habe aber auch so momentan so diese Bauprobleme. Oder beziehungsweise bin ich einfach zu dämlich, da richtig zu bauen. So wie jetzt auch schon wieder. Das gibt's doch gar nicht, Alter. Du Scheißstein. Ich hasse dich. Wann kommt die Sonne? Wann kommt die Sonne? 1, 2. So. Na, wer kennt's noch? Amerika, Amerika ist wunderbar. Ich erzähle einen Stuss hier heute wieder, mein Gott, das ist unfassbar. So, kommen wir wieder zurück zum Thema, also Minecraft. Ja, Dach fertig machen und wir haben sogar, ach, viel, viel zu viele Steine, aber man kann da nie genug haben, ne? 5, 4, 3, 2, 1, kann man die kombinieren? Ja, ne, ist ja 64, ist ja Maximum, machen wir so. Ja, das war super. Haben wir noch ein paar Steine in Reserve, Dach ist fertig. Packen wir die hier rein. Verschieben. Auch verschieben. So. Sehr schön. Ja. Ich würde sagen, das sieht einladend aus. Das wird lustig. Das wird in der nächsten Folge lustig, denn wir wollen ja, in der nächsten Folge wahrscheinlich noch ein paar Fenster einbauen und vielleicht fangen wir schon das Dach an. Ich weiß es noch nicht. Lasst euch einfach mal überraschen und Alter, da ist ja wohl die Schweinefarm. Entschuldigung. Schweineschnitzel! Wo ist die Sau? Schweineschnitzel! Entschuldigung. Ich musste das jetzt einfach tun. Das war. Alter, hier der Creeper hier, ne? Hat schon alles versaut. Mal gucken, dass ich hier demnächst mal. So, dass ich demnächst mal, da mal was tue. So. Lalalala. Boah, Alter. Wie viel Schnitzel? Ist ja unfassbar. So. Ja, ich würde sagen, mit den schönen Aussichten verabschiede ich mich in einer weiteren Folge. Ihr schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft. Macht's gut. Ciao.